Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Aber Harvey, weißt du denn nicht mehr? Immer schön die Schnauze halten. So, ja, bis später. Ich würde mal sagen, wir schalten das Verbot aus. Spitze Gegenstände. Superpower! Make fuck nice. Skeeters Kellerschlüssel. Ratten im Keller. Yeah, endlich. Es gibt einfach kein Rollenspiel, bei dem eine der ersten Quests nicht lautet, wir sollen Ratten töten. Das gehört einfach zum guten Ton. So, 25 Cent haben wir aus dem Bankautomaten. Geil, lohnt sich voll. Da 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 dam dam da 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 dam dam da 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 la da la da la da la da. Schlaf, den ewigen Schlaf. Vielleicht ist meine Rolle ja die des Mordopfers und ich soll richtig da reingehen. Oh Gott, hoffentlich nicht noch eine Vase. Bitte keine Vase. Oha, Vase. Also in ihrer Einraumwohnung, so wollte ich sagen. Sie verliebten sich unsterblich und heirateten 9 Monate später. Das ist aber schön. Ich bin Programmierer bei Grimtails. Oh, ich krieg wieder Aufmerksamkeit vom Chef. Ich bin Programmierer bei Grimtails. Ich bin der Rätseldesigner! Alter! Und im ganzen Haus ist kein Klowasser. Das ist echt ein Horrorspiel. Das ist furchtbar. Stell mal vor. Wir sind schon durch? Oh oh. Wir sind nicht durch. Wir sind überhaupt nicht durch. Das Spiel hat uns verarscht. Filter. Und hier diese Alien-Köpfe. Was sind das für komische Köpfe hier? Also voll die langgezogenen Schädel. Jetzt kommen wir 2 Minuten schnell voran, dass wir 30 Minuten wieder scheitern. Genau so sieht's ja auch aus. So, da wären wir jetzt schon bei 100. 25 Bacon und da fällt ganz viel... bei ab 10 Minuten. So, wir machen Bacon. Natürlich vegetarischer Bacon aus Tofu-Tieren. Spiel verarscht einen hinten und vorne. Es verarscht einen einfach nur noch hinten und vorne. Seltsame Dingen. Sind wir richtig? Nein, wir gehen in die falsche Richtung. Ne? Wir müssen nach Osten. Genau, okay, dann ziehen wir auch nach Osten. Komm, mein treuer Gefährte Butters. Wir ziehen gen Osten auf dieser heiligen Mission. Denn wir haben die Mannen zusammengesucht. Alter! Mistvieh! Mistvieh! Mistvieh, stirb! Alter! Vorletzte Spritze. Und ich muss ja gerade mal rumlaufen. Ich muss pissen, ich muss pissen. Wo ist das Klo? Wo ist das Klo? Wie cool! Mein Name ist Gregor Onk. Ich bin neu in der Stadt. Sie nennen mich merkwürdig. Ich hatte nur eine Stimmbandtransplantation. Das hat doch geflimmert gerade. Was für ein Spiel, Alter. Was für ein Spiel. Was? Alter, hab ich mich erschrocken. Boah, elendes Mistvieh. Was macht das Ding hier? Kann das überhaupt über einen Zaun krabbeln? Das würde ich gerne mal sehen gleich. Das würde ich mal gerne sehen.
Schildkröte versus Zaun. Okay. Okay. Zeig es uns, Ger. Ich sag nichts. War eine Free-Climbing-Schildkröte. Die kennt sich mit sowas aus. Hier oben eine Lampe, da ist nichts. Da oben, da komme ich nicht ran. Warum nicht? Ich klicke drauf und es passiert nichts. Ich kriege auch keine Info. Ich muss hier unten wahrscheinlich Sachen in diese Aussparung legen. Die müssen wir erstmal finden. So, wir haben eine Zange. Mit der Zange kann ich doch bestimmt jetzt hier... Nichts passiert. Geil. Kann ich mit der Zange vielleicht hier ran? Ich werde was anderes versuchen. Kann ich hier ran? Ein Stein. Ja, nice. Den Stein nehme ich auch mit. Übrigens, ich möchte mal ganz kurz darauf hinweisen, das ist eine sehr geile Rohrarbeit hier. Alter, wie gut! Wie gut! Wir hätten uns doch im Schrank verstecken sollen oder rausgehen sollen. Alter, wie gut! Ich wollte doch nur ein bisschen Menschen kaufen. Das kann doch nicht sein. Ich bin Brandon und habe Augen so rot wie ein Tampon. Ich bin Brandon. Von meinem Vater bin ich der Sohn. Ich bin Brandon. 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 Und ein Scheiß-Outro ist ein Lohn. Ich bin Brandon. Und ich zeig dir, wo ich wohn. Oh, Alter. Es ist alles Ednas Schuld. Garrett hat es mir befohlen. Dr. Marcel ist böse. Bären für die Oberen. Nazi-Vampire im Hintergarten. Jawohl, das ist die richtige Antwort. Aber natürlich haben wir ein paar Bären für die liebe Oberen gepflückt. Auch da müsst ihr wissen, was eure Kinder so treiben. Das ist ja hier beiliegend. To choke heißt jemanden ersticken. Und das ist auch eine Sexualpraktik. Leute machen das mit Krawatten am Schrank oder so. Oder die würgen sich dann, weißt du ja. Kennst du ja auch aus dem Privatleben. Und hier zum Beispiel ist dabei eine coole Chokerkette. Das machen Kinder momentan. Die würgen sich ein bisschen. Was aber auch okay ist. Das ist ja gesellschaftlich getrennt. Deswegen muss es okay sein. Und der aktuellen Hey liegt jetzt eine Chokerkette bei. Und ich teste mal ganz kurz. So, warte. Ich mach mal ganz kurz, hier. Ich habe jetzt mal die Joker-Kette, die ist ja noch wichtig hier, da ist mit Tesafilm, das dauert immer ein bisschen, bis ich das wegkriege. Pass auf. Ach, Joker-Ketten sind so 90er, das kommt alles wieder, das kommt alles wieder. Kapitel 7. Sicher ist es nur zu Hause. Haben wir einen schlechten Tag gehabt, wa? Immer auf die Zahnhygiene achten. So, wir haben... Da hinten hinkriegen. Ups. Ne? Kann das ja, sein? Mann. Ja, Mann. Ich glaube, ey, ich glaube. Ey, wir cool, haben ey. Lustige Boah, Bäume. Alter, nein. Wir sind so die Skiller-Forest, ey. Wir sind so... Saraza? Saraza, wo ist denn hier? Wo ist denn... Saraza? Hm? Wo ist denn hier? War ich nicht gerade eine Palisade, Saraza? Was ist denn da passiert? Oh, eine Alpha-Wand. Was ist denn hier los, liebe Programmierer? Ah, keine Alpha-Wand. What the fuck ist das denn? Das ist ein ganzes Militärlager, oder? So, ich nehme übrigens auch Wetten wegen der Todesursache entgegen, ne?
Also, ihr könnt immer fröhlich drauf losschreiben. Jetzt am besten, nicht erst hinterher. Das ist nämlich Schummeln. Da hat man nämlich einen kleinen Penis. Auch Mädchen haben einen kleinen Penis, die schummeln.